Hallo ihr Lieben, ich habe mir aus einem Ast einen Kerzenständer gebaut. Ich habe diesen Ast gefunden im Wald und dann habe ich da zwei Löcher reingebohrt, um diese Kerzenteller da reinzustecken. Dabei ist nur wichtig, dass man gerade bohrt. Dann habe ich mir aus so einem Stück Kunstleder ein Stückchen, so einen Streifen abgeschnitten und habe da hier so Druckknöpfe für eine Hose dran gemacht und noch so kleine Ösen, wo ich dann so ein Kördelchen durchgezogen habe. Das Ganze habe ich dann noch beschriftet mit Carpe Diem und an den Ast gebunden. Ich hoffe, euch gefällt meine Recycling-Idee. Da ich ja Holz liebe, bin ich ganz verliebt in meinen Ast, in meinen Kerzenständer.